Pro Tag fließen etwa 10.000 Liter Blut durch den menschlichen Körper. Normalerweise strömt es ungehindert durch Arterien und Venen und durchblutet unseren Körper. Aber manchmal kommt es zu einem unverhofften Stau. Ein Blutgerinnsel bildet sich und verstopft ein Blutgefäß. Dann liegt eine Thrombose vor. Als Thrombose bezeichnen Mediziner einen Blutpfropf, Thrombus, in einem Blutgefäß, bei dem es zu einem vollständigen oder teilweisen Verschluss eines Blutgefäßes kommt. Ab einer bestimmten Größe des Thrombus macht sich die Blutstauung nachhaltig bemerkbar. Typische Symptome einer Thrombose sind ziehende oder krampfartige Schmerzen, zum Beispiel im Bein, ähnlich wie bei einem Muskelkater, auch in Ruhe, die sich bei Druck auf die betroffene Stelle verstärken. Hautveränderungen, beispielsweise glänzende Haut, bläulich-rötliches Aussehen, hervortretende Adern. Schwellungen, zum Beispiel am Knöchel oder am Unterschenkel bei einer Beinvenenthrombose. Ein Thrombus, Blutpropf, kann sich in jedem Blutgefäß bilden. Es sind die Blutplättchen, die Thrombozyten, die sich dabei an der Gefäßwand festsetzen und miteinander verklumpen, bis sie ein Blutgerinnsel und damit ein echtes Hindernis für den Blutstrom bilden. Als Thrombose bezeichnet man die Bildung eines Blutgerinnsels in einem Blutgefäß. Allgemein ist die Gerinnung des Blutes ein wichtiger Prozess in der Wundstillung, der vor allem verhindern soll, dass es nach Verletzungen zu einem übermäßigen Blutverlust kommt. Bei der Blutgerinnung unterscheidet man zwischen der primären Hämostase und der sekundären Hämostase. Bei der primären Hämostase sind die Blutplättchen, Thrombozyten, aktiv. Werden sie durch eine Verletzung gereizt, verändern sie ihre Form und legen sich an die verletzte Stelle an, um einen groben Verschluss der Wunde zu gewährleisten. Die sekundäre Hämostase ist dann die eigentliche Blutgerinnung. Man spricht dann auch von der plasmatischen Gerinnung oder Koagulation. Anstelle des weißen instabilen Thrombus aus Thrombozyten, der die Blutung zwar zum Stillstand bringt, jedoch instabil ist, verschließt ein widerstandsfähigerer roter Blutpfropf aus Fibrin und Erythrozyten dauerhaft die Verletzungsstelle. Bildet sich ein Blutgerinnsel ohne einen adäquaten Verletzungsreiz, so spricht man von einer Thrombose. Die Thrombusbildung wird durch innere, endogene und äußere, exogene Faktoren beeinflusst. Der Berliner Arzt Rudolf Virchow, 1821-1902, hat in seiner Virchow'schen Trias drei Faktoren für die Entstehung einer Thrombose verantwortlich gemacht. Erstens, eine veränderte Gefäßinnenwand. Durch Ablagerungen und Schäden an den Gefäßwänden fließt das Blut langsamer. Es bildet sich ein Blutpropf. Zweitens, eine verringerte Strömungsgeschwindigkeit. Das Blut fließt langsamer, weil die Venen erweitert sind, Krampfadern, oder weil die Unterstützung durch die Muskulatur, Muskelpumpe, nicht ausreicht, zum Beispiel nach Operationen, bei Lähmungen, langer Unbeweglichkeit oder Flüssigkeitsmangel, das Blut wird dicker. Drittens, eine veränderte Blutzusammensetzung. Durch genetisch bedingte Gerinnungsstörungen, Medikamente, Autoimmun- oder Krebserkrankungen kommt es zu einer schnelleren Blutgerinnung. Je nach Ort und Lage der Thrombose unterscheidet man zum Beispiel tiefe Beinbeckenvenenthrombose TVT. Hier steckt das Gerinnsel tief in den Venen. Man spricht dann von einer Phlebothrombose. Eine gefürchtete Komplikation der tiefen Beinvenenthrombose TVT ist die Lungenarterienembolie. Kommt es zu einer Ablösung des Thrombus aus der Beinvene, wird dieser entlang der Gefäße bis zum Herzen gebracht und gelangt darüber in die Lunge. Verschließt er nun ein Lungengefäß,
Embolie, kommt es zu Atemnot, Brustschmerzen und einem Untergang von Lungengewebe. Die Lungenarterienembolie ist ein medizinischer Notfall und muss umgehend behandelt werden. Oberflächliche Beinbeckenvenenthrombose oft. Die oft kommt oft bei Krampfadern und einer Venenentzündung, Thrombophlebitis, vor. Oberflächliche Venenthrombosen sind weit verbreitet und heilen bei korrekter Therapie in der Regel folgenlos aus. Mit Kühlung, schmerzlindernden antientzündlichen Medikamenten werden üblicherweise oberflächliche Venenthrombosen behandelt. Eine Kompressionstherapie ist im akuten Stadium einer oberflächlichen Venenthrombose ebenfalls eine wichtige Behandlungsmaßnahme. Um den Übergang in eine tiefe Venenthrombose zu verhindern, sollten sich die Patienten sich trotz der Beschwerden bewegen. Analthrombose bzw. Perianalthrombose. Diese Thrombose führt zu einer Verstopfung durch ein Venenblutgerinnsel am oder im After. Sinusvenenthrombose. Das Blutgerinnsel verstopft die großen venösen Zusammenflüssen des Gehirns. Thrombose im Bauch. Blutgerinnsel in der Aorta oder der Pfortada. Das Risiko einer Thrombose steigt mit zunehmendem Alter. Im Alter lässt die Leistungsfähigkeit sämtlicher Organe und damit auch die der Blutgefäße und der Muskulatur nach. Die Elastizität der Venen nimmt ab und die Häufigkeit von Gefäßschäden nimmt zu. Einerseits kommt es in den Arterien zu Ablagerungen in den Blutgefäßen und es bilden sich Plaque, andererseits bewegen sich ältere Menschen weniger und die Muskulatur wird abgebaut. Außerdem führt langes Liegen oder Sitzen zu Abschnürungen der Gefäße und kann so den Blutstrom behindern. Bekanntlich wird im Alter auch das Bindegewebe schwächer. Da es aber eine wichtige Stützfunktion für die Blutgefäße hat, lässt damit auch der äußere Druck auf die Venen nach. Es können sich Krampfadern bilden und die Blutflussgeschwindigkeit sinkt. Thrombosen sind immer gefährlich und daher behandlungsbedürftig. Wenn bei einer Thrombose Teile des Gerinnsels abbrechen und mit der Blutbahn weiter befördert werden, verstopfen sie an anderer Stelle ein anderes Gefäß. Dieser verschleppte Thrombus heißt dann Embolus und löst eine Embolie aus. Somit kann es als Folge einer Thrombose in der Lunge zu einer Lungenembolie, im Herzen zu einem Herzstillstand oder im Gehirn zu einem Schlaganfall mit einem tödlichen Ausgang kommen. Wird bei einem Menschen eine Thrombose diagnostiziert, gibt es folgende Behandlungsmöglichkeiten: Applikation von gerinnungshemmenden Medikamenten, die den Thrombus verkleinern. Beispielsweise löst sich durch die Einnahme von Heparin eine Thrombose eventuell wieder auf. Thrombosemedikamente können als Infusion oder Injektion, Thrombosespritze oder auch Spritze gegen Thrombose verabreicht werden. Eine weitere Form der Thrombosetherapie ist die Verwendung von Kompressionsstrümpfen. Kompressionsstrümpfe üben Druck auf die Venen aus, sodass das Blut schneller fließen kann. Eine weitere Möglichkeit der Thromboseheilung ist die Thromboseoperation. Mit Hilfe eines Katheters wird dabei der Thrombus direkt in der Blutbahn erfasst und entfernt. Das Ziel jeder Thrombosebehandlung besteht darin, den Pfropf bzw. das Blutgerinnsel aufzulösen, damit er nicht weiter wandern und eventuell in lebenswichtige Organe, zum Beispiel Herz, gelangen kann. Eine Thromboseprophylaxe umfasst alle Maßnahmen, die einer Thrombose vorbeugen sollen. Zu einer guten Thromboseprophylaxe gehören zum Beispiel folgende Maßnahmen. Erstens: Bewegung. Da langes Stehen, Sitzen oder Liegen nicht gerade den Beinvenen gut tut, ist der tägliche Spaziergang für die Blutzirkulation wichtig. Vor allem die Beinvenen sind darauf angewiesen, dass sie durch Bewegung, durch Muskelanspannung und Entspannung, Muskelpumpe, unterstützt werden.
Zweitens. Kompressionsstrümpfe. Das Anziehen von Kompressionsstrümpfe beispielsweise bei langen Flugreisen ist ebenfalls wichtig, da die Kompressionsstrümpfe durch ihr spezielles, druckauslösendes Gewebe dafür sorgen, dass sich der Durchmesser der Venen verringert und das Blut umso schneller strömt. Drittens. Mit dem Rauchen aufhören. Rauchen, Übergewicht und Alkohol schaden den Blutgefäßen. Wenn möglich, sollte man diese Risikofaktoren ausschalten. Oft erhalten gefährdete Thrombosepatienten blutverdünnende Tabletten, die die Gerinnung des Blutes hemmen und über einen längeren Zeitraum, Monate oder Jahre, verordnet werden. Seit wenigen Jahren gibt es auch sogenannte direkte orale Antikoagulanzien, kurz DOAC bzw. NOAC, neue Oral-Antikoagulanzien. Dabei handelt es sich um gerinnungshemmende und antithrombotische Wirkstoffe. Der gerinnungshemmende Effekt beruht auf der direkten Hemmung der Blutgerinnungsfaktoren. Sie stellen die Nachfolger der Heparine und Vitamin-K-Antagonisten zur Vorbeugung und Behandlung thromboembolischer Erkrankungen dar. Weitere Hörtexte und hunderte von kostenlosen PDF-Dateien findet ihr auf meiner Webseite www.deutschclub. Weiterhin viel Erfolg beim Erlernen der deutschen Sprache. Vielleicht sehen wir uns eines Tages in Hamburg im Café Refugio. Vielen Dank und auf Wiedersehen.